Moin ihr Lieben, da bin ich wieder. Na klar, bin ich, siehst du, ich hab's gelernt. Haha, fragt sich nur wie lange. So, ich habe jetzt mal eben schnell noch den Kübel rumgesetzt. Ihr habt nichts verpasst. Jetzt muss ich nur noch den Kübel wieder voll machen. Weil, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das Wasser ist doch heiß. Mal zurück. Ja. Und rein damit. Yeah. 72%. 71%. Ich glaube, da bleibt er jetzt auch stehen. So. Dann fahren wir jetzt mal ein Stück nach vorne. Super. Weil wir jetzt ja keinen Kran aufbauen mehr müssen und so weiter. Müssen wir mal schauen. Was uns hier gleich um die Ohren fliegt. Also, wir haben jetzt auch gelernt, es ist nicht nur die oberste Schicht, sondern es muss richtig reinlaufen. Weil der muss voll. Dann machen wir ihn doch voll. So. Wenn es gewünscht wird. Schwenken wir den ganzen Kram jetzt mal rüber. Das muss ich denn erstmal höher machen. Ja, sieht doch schon fast gut aus. Aber auch nur fast. So. Ah, das sollte wohl erstmal reichen. Laufen lassen. Immer laufen lassen jetzt. Sollen wir mal die Kamera wieder ein bisschen nachstellen? Ja, super. Man, dann soll er richtig voll laufen, ne? Und dann haben wir eigentlich die Sachen für eine Verschalung geholt. Also ich gestern Nacht noch. Wie lange habe ich aufgenommen? Ich glaube bis fast 12 Uhr. Und da aber um 6 der Wecker klingelt, da muss man irgendwann auch mal sagen, oh Leute, wisst ihr was? Ich muss jetzt echt mal schlafen. Und ich war auch gestern richtig müde. Das habe ich auch gemerkt. Gebe ich auch zu. Schon weiter nach vorne gehen, weil die gerade die Ränder sind immer wichtig. Naja. So. Also ich denke schon, das ist schon eine ganz gute Idee mit diesem Kran, weil mit dem anderen ist ja gemerkt, oder habt ihr ja gemerkt, dass das ja ein bisschen schwierig mit dem Umsetzen. Weil die Auslegung ganz anders ist bei dem Kran. Oh. Mal richtig leer machen die Hütte hier. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Halt. Bisschen zurück. Schneller. Schneller. Ja. Schneller. Ja. Bisschen zurück. Also eins habe ich jetzt gelernt, man sollte also von den Eisen nichts mehr sehen können. Nach Möglichkeit. Immer laufen lassen den Mist.
klasse, machen wir das. Immer laufen lassen, immer laufen lassen. Ich hatte gerade schon, was heißt gerade, bis ihr die Folgen seht, sind sie auch schon längst wieder am Gange, die Feuerwehrsendung. Wo bleibt das Feuerwehrspiel? Leute, ja, ich bin dabei. Ja. Muschen rüber noch. Ist ordentlich voll Seuchen hier. Immer alles reinspritzen. Alles, was ich habe. Ich meine Beton. Ganz viele rosa-rote Elefanten. Oh Mann, ey. Ihr so einen bekloppten Let's Player habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehabt. Doch, unseren Harald. Den vermisse ich. Herr Frenkel. Meine Güte. Der war immer klasse. Ja. Ja, man muss schon zurück, würde ich sagen. Jetzt war ein bisschen in die Richtung, ein bisschen höher. Dann sehe ich besser. Ist mir nicht so einfach. Also das sieht einfacher aus mit der Kransteuerung, wie es überhaupt ist. Ich gehe da vorne die Ecke gleich nochmal nach. Ups. Okay. Aber hier mal so ein bisschen rüber, den ganzen Kram. Zap. Und aussteigen. Ja. Und rumstel damit, sag ich doch. Oh, 66%. Sieht gut aus. Also, X aus. Stück nach vorne fahren. Dann packen wir den nämlich jetzt da wieder auf den LKW drauf. Ich weiß nämlich nicht, ob wir den noch brauchen, aber ich glaube nicht. Aber spätestens auf einer anderen Baustelle brauche ich den ja wieder. So schön gemacht, Kran.
Ah, ich finde das geil, wenn ein Handy mich auslacht. Ich mich vergessen, ein Handy leise zu stellen. Hehe. Rumst. Aber das kennen wir ja schon, also machen wir es jetzt mal leise. Dürft ihr ruhig hören. Ach, das war wieder WhatsApp von MediLearn. Die sind immer recht witzig. MediLearn ist, die machen, ist eine Rettungsdienstschule. Und die ist immer recht witzig. So, und die machen immer so lustige Cartoons und dann bekomme ich immer pro Tag so einen tollen, lustigen Cartoon. Ladung befestigen. Ja. So, und jetzt werden wir mal den Kran mal ein bisschen schneller zusammenfahren. Da gibt es nämlich auch einen Trick. Indem ich jetzt sage, nicht Firmengelände Stadt, sondern Baustelle 1. Dann kostet mich das auch nichts. Guck mal, und zusammengefahren ist er. Hey. Cool, wa? Aber jetzt fahren wir den erstmal komplett aus dem Bereich raus, weil ich glaube, wir werden gleich die Brückenteile setzen müssen, so wie das hinten aussieht. Und dann machen wir mal erstmal Platz hier. Sonst wird das nichts. Oh, ein Harpe ist immer noch am Fressen. Ich platz da nicht bald. So. Achtung, Zebrastreifen. Alles gut. Ich parke den jetzt mal hier so. Upp, lass das Schild stehen. Zapp. So, dann springen wir jetzt auf den Pritschenwagen mit Kran. Wahrscheinlich brauchen wir den nachher sowieso noch. Aber wir können ja gleich mal durch die Aufgaben durchklicken, was wir überhaupt noch brauchen. Vielleicht können wir dann diesen Betonbehälter auch schon wieder zurücksetzen. Schauen wir mal, ob wir nochmal Beton brauchen. Wer weiß, wer weiß. So, dann stellen wir es auch mal hier hin. Und jetzt brauchen wir noch den Betonmischer, ne? Wo war der denn? Der Betonmischer, wo bist du? Da ist der Betonmischer. Dass wir hier Platz haben. Wer weiß, was da noch kommt. Oh, der muss nachher auch wieder voll gemacht werden am Werk. Am Kieswerk. Wird der nämlich gefüllt. So. Ja. Sollen wir die Pylone umknallen? Bumm. So. Bevor wir jetzt an die Brückenelemente gehen. Happe, bist du noch nicht fertig mit Fressen oder was? Kann man nicht angehen. So. Dann müssen wir mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt gehen wir nochmal in den Auftrag rein und da können wir ja mal nachgucken, was dann jetzt noch als nächstes folgt. So, dann gehen wir auf Aufträge. Ja, danke. Aktive Aufgaben. Die neue Brücke. Yo. Das hatten wir ja gemacht. 100%. Naja. Ach so. Und das heißt, jetzt muss ich gleich die Kranelemente reinfahren. Setze die Fahrbahnplatte an die richtige Position auf der Baustelle. Das wäre der nächste Abschnitt. Dann ist der Bauabschnitt fertig. Was machen wir als nächstes? Transportiere 20 Kubikmeter Erde vom Kieswerk in den markierten Bereich der Baustelle und lade sie dort ab. Okay. Das sollte nicht das Problem sein. Vorarbeiter ansprechen. Ah, okay. Ach, das soll man hinkriegen, oder?
Dann holen wir nachher 20 Kubikmeter Erde. Dann müssen wir einmal den großen Dings haben. Okay, prima. Bla bla. Also brauchen wir hier keinen Beton mehr, so wie es aussieht. Das heißt, wir können den hier schon mal lösen. Und dann gehe ich wieder in die Firma. Zap. Warenlager. Betonkübel. Möchtest du die Ladung wirklich in dein Firmengelände zurücksetzen? Ja, will ich. Weil dann können wir nachher den LKW zurücksetzen. Schließen. Super. Weil den brauchen wir ja nicht mehr. Den Kran brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir mal alles später machen. So. Wir sind jetzt auch wieder bei 15 Minuten. Sprich, wir fangen morgen an, die Betonplatten zu legen. Bin ich ja mal gespannt. Also mit den anderen Sachen hat es ja auch geklappt. Da sollten die Betonplatten ja auch klappen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss.